Willkommen zurück zur Erzählung der Wilkes-Dynastie und unser Sohn und Erbe, Golding Wilkes und unser Mündel durchlebt einen Sinneswandel. Golding möchte seit langem nur noch eines, ein Spielzeugboot. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Er winkte einfach nur ab und meinte, das interessiere ihn längst nicht mehr. Sehr interessant. Ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit seit der letzten Folge das einmal kurz neu geladen. Ich glaube, bevor ich das neu geladen habe, stand hier noch Spielzeug-Windrad oder ein Windrädchen. Also, fällt mir nur gerade so auf. Hat mich kurz abgelenkt gerade. Aber im Detail ist es ja immer noch das Gleiche. Und wir könnten jetzt sagen, auch wenn wir ja sonst immer mit unseren Mündeln verfahren sind, dass wir keinen Handlungsbedarf gesehen haben. Also ich zumindest erstmal in erster Linie nicht. Aber in dieser Hinsicht sehe ich das anders. Denn vor allem hier diese erste Interventionsmöglichkeit, er muss sich in erster Linie dem widmen, was er bereits hat, passt einfach hervorragend zu der bescheidenen Eigenschaft. Falsche Taste. Zu der bescheidenen Eigenschaft von unserem König Caleb, dass er in diesem Sinne vielleicht auf seinen Sohn einwirkt. Und bei seinem Sohn resultiert das dann anscheinend in einer Zufriedenheit mit dem, was er bereits hat. Wir halten etwas Anspannung, aber so ist das dann eben, wenn man seine Kinder erzieht. Okay, zusätzlich können wir auch einen neuen Vorzug wählen. Und da werden wir hier definitiv im Anstifter-Fokusbaum weitergehen und im Dreck wühlen. Verbessert unsere Fähigkeit, Geheimnisse aufzuspüren. So. Ja, Schlacht von Legnica ist abgeschlossen. Da konnten wir den einen Bauernanführer von der Revolte gefangen nehmen. Dem widmen wir uns aber erst später. Erstmal gucken wir, was wir hier vielleicht verpasst haben in der Zwischenzeit. Ja, wir haben wenig Kontrolle in 2 Gemeinden. Da würde ich mal kurz kontrollieren. Ja, Aufgebote müssen jetzt erstmal nicht organisiert werden. Da ist Kontrolle in Osel jetzt wichtiger. Wir können immer noch Häuptling Dagas rechtmäßig einkerkern. Aber ja, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr machen. Und wir können Helmi einen Vormund zuweisen. Das sollten wir jetzt allerdings tun. Sie hat auch den Fokus auf Bildung. Könnte ihn auf Bildung und Diplomatie legen. Na gut, da haben wir das alte Problem, dass wir hier keine diplomatischen Leute bei uns im Reich haben. Und auch unter den unseren Vasallen nicht. Wir haben jetzt hier ja, Gräfin Gelennis. Die ist aber auch ziemlich einfältig in dem, was sie tut. Jetzt hat sich ja eine Fraktion aufgelöst und hier eine andere Fraktion ist gefährlich geworden. Die Fraktion von dem Oberhäuptling Gerd Dauters. Was ist denn mit ihm eigentlich geworden? Er hat Liebesbläschen bekommen. Ja, liederlicher Typ. Mein Champion Bayern hat etwas Eigentümliches an sich, doch ich vermag nicht genau zu sagen, was es ist. Vielleicht spielt mir auch nur meine Fantasie einen Streich. Und dennoch hält mich dieses ungute Gefühl nachts wach. Ja, er ist auch ein Bauernaufführer. Vielleicht spielt das jetzt mit rein. Hier ist auch ziemlich tapfer und kriegerisch unterwegs. Allerdings ist er eben auch gesellig. Ich bin wohl paranoid, könnten wir sagen. Was geht hier vor sich, Bayern? Sagt die Wahrheit. Oder lassen wir unsere Ratspitzel in der Sache nachgehen? Nun, da wir hinterlistig selbst sind und wissen, dass unsere Ratspitzelin unheimlich talentiert ist in dem, was sie tut, auch wenn sie hier jetzt einen Punkt im Ränkespiel wieder verloren hat, wird sie der Sache nachgehen. Der Trost eines Freundes. Es gibt kaum etwas, was ich mehr schätze als die Gesellschaft von Garonas. Er ermutigte mich, Teller zu werfen und in Kissen zu schreien.
Nachdem der Sturm der Gefühle sich gelegt hatte, fühlte ich mich in der Tat besser. Nach dieser kurzen Pause war ich erneut bereit, mich meinen Pflichten zu stellen. Wie wertvoll sind doch Freunde wie Gauronas. Interessant. Also Teller werfen führt zu Anspannungsverlust. Gut zu wissen. Zumindest für unseren Caleb hier. Und der schleichende Verdacht. Häuptling Dagas hat unstrittige Beweise dafür, dass Bayern schuldig ist. Er hat eine intime Beziehung zu Samboja. Was? Samboja ist doch unsere Konkubinin. Dieser widerwärtige Verräter wird bekommen, was er verdient. Ich hab's doch gewusst. Okay, wir wissen jetzt von einer Affäre, dass er mit unserer, weil die Lute und unserer Konkubinen eine Affäre hat. Jetzt ist die Frage, was können wir damit alles anfangen? Ich glaube, einkerkern können wir ihn nicht. Wir können ihn erpressen mit der Affäre. Und wir würden ein starkes Druckmittel gegen ihn bekommen. Die Frage ist, was wollen wir damit anfangen? Okay, falls wir ablehnen, könnten wir das Geheimnis aufdecken. Aber ich denke, erstmal können wir jetzt auf jeden Fall dieses Druckmittel oder dieses Geheimnis zu einem Druckmittel machen. Erpressen wir das? Okay, jetzt haben wir ein Druckmittel gegen ihn. Wir könnten ihn einkerkern. Aber das würde halt Tyrannei bedeuten. Können wir ihn hier irgendwie... Ja, was können wir jetzt damit machen? Wir könnten ihn einfach entlassen. Finde ich aber nicht so schön. Ich würde halt lieber ihn jetzt damit erpressen, dass er diese Affäre aufgibt. Können wir bei ihr irgendwas sagen? Wir könnten sie entlassen. Wie sind wir denn drauf? Entlassen wir sie, weil die beiden eine Affäre hatten? Na, das finde ich jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich würde eher sagen, also sie ist halt unsere Konkubine, nicht unsere Frau. Und in Anbetracht ihrer Talente, die sie ja nun mal hat, und auf die wir auch angewiesen sind, auf sie als angesehene Ärztin, möchte ich ihn lieber einfach jetzt vom Hof jagen und sie in unseren Diensten belassen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, wieder rein. Druckmittel und Geheimnisse. Okay, aber gegen sie könnten wir auch das Druckmittel erpressen. Okay, wir haben hier immer noch ein Druckmittel gegen ihn. Ich dachte, das hätten wir eingesetzt, damit er bekehrt. Komisch. Ja, ich glaube, wir entlassen ihn jetzt einfach aus unseren Diensten. Können wir, weil das so viel Prestige kostet. Ich glaube, es kostet noch mehr Prestige, weil er unser Champion ist. Es ist doch jetzt doof. Warum können wir denn nicht mehr mit diesem Druckmittel anfangen? Ihn jetzt deswegen ermorden, finde ich etwas übertrieben. Ich denke, gegen sie können wir das auf jeden Fall auch erpressen. Einfach nur, damit wir das Druckmittel haben. Und sie nicht auf schlimme Gedanken kommt. Ja, sie ist unehrenhaft und ein Gierschlund. Ja, unehrenhaft, damit haben wir jetzt unsere Erfahrung gemacht. Aber ich glaube, wenn wir jetzt ihn zum Beispiel... Ja,
eine Affäre, meine Lehns. Meine Lehns, der König Caleb, ist bei Anbruch der Nacht einmal mehr nicht in unseren Gemächern. Sie war in letzter Zeit so distanziert. Das verwirrt mich hier gerade noch. Naja, auf jeden Fall ist unsere Frau und Weidi Luther in letzter Zeit so distanziert, so Gedanken verloren und auch kaum mehr bei Hofe. Es falle ich ihr etwa? Hat sie einfach nur viel zu tun oder könnte sie vielleicht ein fremdes Bett wärmen? Das wissen wir doch schon. Das finde ich jetzt irgendwie... Vielleicht war das Event schon getriggert. Naja, wir haben sie schon zur Rede gestellt, deswegen möchte ich das jetzt hier nicht doppelt machen. Wir haben hier sogar schon das starke Druckmittel, weil wir die Affäre schon erpresst haben. Ja, ich glaube, wir lassen die Sache jetzt einfach so auf sich beruhen. Dankbar darüber, dass das jetzt so keine negativen Auswirkungen hat, dass wir es auf sich beruhen lassen. Und ihn würde ich jetzt hier nicht mehr als Champion einsetzen. Dementsprechend frage ich mich jetzt, was ist hier neu dazugekommen? Zu wenige Champions, ach so, okay. Naja. Wenn wir ihn jetzt entlassen, kostet das immer noch 150 Prestige. Ich habe gehofft, es wäre weniger, wenn er nicht mehr unser Champion ist. Ich weiß aber auch nicht, was wir jetzt sonst mit ihm tun können. Also es wäre halt tyrannisch, ihn einzukerkern. Nur dafür, dass er eine Affäre hatte. Sag mal, warum wurde jetzt hier schon wieder ein neues Regiment an Bogenschützen einfach so ausgehoben? Wir hatten sonst immer 4 insgesamt Kriegsvolkregimenter. Und ich weiß, ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob ich mal ein 4. Auflöse. Ist das vielleicht einfach die bestehenden und dann ist noch eins von Caleb dazugekommen, was er sich vielleicht schon selbst ausgehoben hatte? Also das lösen wir jetzt hier definitiv auf. Regiment vernichten, weil wir gerade eh nicht so das Prestige dafür haben. Und wenn, dann möchte ich hier als 5. Regiment ein anderes haben. Jetzt habe ich ganz vergessen, wo ich eigentlich ursprünglich war und was ich hier machen wollte. Ja, auf jeden Fall kommen jetzt hier Kuriositäten aus fernen Landen. Und wir kennen das, wir finden auf dem Markt hier so einen Händler, anscheinend eine Händlerin, die ihm hier tendenziell viel zu bieten hat. Es ist sicher spannend, wenn man so viel reist, wie ihr das tut. Können versuchen, jetzt mit unserer Diplomatie hier etwas aus ihr herauszukriegen. Da wissen wir aber, darin sind wir nicht talentiert. Wir können einfach sagen, sie wird mir erzählen, was sie weiß. Würde dazu führen, dass wir 30% Wahrscheinlichkeit ihren Händler in Kelmo bedrohen. Was verringerte Volksmeinung zur Folge hat. Wir würden Schrecken erhalten, noch wachsamer werden und Ränkespielerfahrung bekommen und Anspannung, weil wir gesellig sind. Das sollte sowohl für die Ware als auch für das Wissen reichen. So reich sehe ich uns jetzt gar nicht, zumal wir ja noch Oberhäuptlingstümer gründen wollen. Bedrohen wir sie einfach mal. Ja gut, einfach mal. Das widerspricht halt unserer Geselligkeit. Würfeln wir das aus, lieber. Sie wird mir erzählen, was sie weiß, oder das sollte sowohl für die Ware als auch für das Wissen reichen. 50-50 Chance jeweils. Und es ist eine 3.
Deswegen knapp noch die aggressive Variante. Und jetzt schauen wir mal nach Kelmno. Aber, wobei doch, die Volksmeinung hat sich nicht verschlechtert. Die ist einfach nur so schon schlecht. Durch die fremde Kulturgruppe ist sie hauptsächlich schlechter. Wir haben aber noch nicht genug Prestige. Was mich auf den Gedanken bringt, dass wir jetzt im Oktober, im Herbst, hier noch eine Jagd veranstalten können. Lasse das Horn erklingen und auch da möchte ich bitte informiert werden, wenn das wieder möglich ist. Und während wir auf Jagd gehen, denke ich, können wir unsere Truppen auch gut auf Jagd schicken. Naja, jetzt nicht mehr nach Pommern. Aber ich denke, Svetsch hier, gibt es hier wieder ein bisschen Beute? Ja, gibt es. Wie sieht es hier unten aus? Volodymyr ist unlängst geplündert. Hier gibt es aber ein bisschen was zu holen. Und apropos Lublin, wie sieht es denn hier aus? Ja, weil sie einem anderen Glauben angehört. Naja, Heirat arrangieren. Ich könnte mir hier so ein... jungen Sohn von uns anbieten, aber das wird sie nicht annehmen. Das überrascht jetzt nicht. Schade. Wie können wir das denn noch irgendwie modifizieren? Aber ich denke an Grundzurückhaltung und dem Feind oder dem anderen Glauben und der anderen Kulturgruppe kommen wir hier nicht dran vorbei. Ihr könnt hier nicht minus 90 noch wettmachen. So, aber ich war dabei, Truppen als Räuber auszuheben und Jagd. Der Schuss. Der Speer liegt perfekt ausbalanciert in meiner Hand. Als ich die Entfernung zu meiner Beute abschätze, wie gerne mache ich doch Jagd auf Beute. Mein Vasall Häuptling Sekronis kauert neben mir und hat seinen eigenen Speer erhoben. Ich werde das Stück erlegen oder gebt euch Mühe, Sekronis. Wir könnten jetzt unserem Vasallen hier den Schuss gewähren, der übrigens Sassen erfolgreich erobert hat. Und hier in Sassen findet auch die Jagd statt. Er ist jetzt auch ein mächtiger Vasall, der keinen Posten im Rat hat. Und er ist aber ein Wohlstandsschaffer, Administrator. Das bringt mich zur Überlegung, ob wir hier vielleicht unseren Oberhäuptling Gerdautas absetzen. Die Frage ist, führt er immer noch eine Fraktion an? Ja. Und da er das tut, hier sogar mit ein paar Mitgliedern und mit ihm, und mit Häuptling Dagas, das ist ja... Ja, ist die Frage. Wenn wir jetzt ihn als unseren Rats... Wie heißt es? Ratsverwalter einsetzen, ist er dann trotzdem noch in der Fraktion drin? Schwierig. Aber da würde ich jetzt hier selbst das Stück erlegen, damit wir auch... Deshalb machen wir auch die Jagd, um ein bisschen Prestige zu gewinnen. Mal schauen, da die alle hier sowieso unter einer Decke hocken, möchte ich da jetzt im Rat nichts umwerfen. Und diese zwei Punkte sind dann auch nicht so entscheidend. So, wir haben jetzt hier drei Armeen, die auf Plündertour gehen. Okay. Das ist jetzt der Bayern, den wir eigentlich hier aus unserem Reich rauswerfen wollten. Okay. Er führt eine andere Armee an.
Naja, aber wenn er unsere Armee anführt, dann kann er nicht hier unsere Weidelute umgarnen. Das heißt, er kommt hier ganz weit weg. Na, hier haben wir noch mehr. Ich denke, die können wir dann alle auflösen. Deswegen sind auch gerade so viele Befehlshaber gar nicht verfügbar. Die hier sind auch ganz interessant. Das auch. Ja, das gefällt mir. Ich meine, er soll das schon schön plündern jetzt. Dann habe ich noch die Armee. Ein Furtner. Okay, kann er gerne hier hin marschieren. Ja, und dann denke ich, ist das ganz gut aufgeteilt. Hier gibt es 12 Beute. Kannst du hier unten anfangen zu plündern? Und die ersten Räuber von Kelmno, die plündern dann hier in der nördlichen Region. Und Verlobte können heiraten. Es geht um unsere Halbschwester und um Toyev Lenma. Okay. Achso, das ist, glaube ich, das Verlöbnis, das wir hier mit dem Häuptling von Rottner geschlossen haben. Oder? Ja, stimmt, Halbschwester. Genau. Um uns das Bündnis hier mit dem von Rottner zu sichern, weshalb er dann auch in unser Reich sich eingegliedert hat. Ja, das wollen die gerne machen. Ausgezeichnet. Jetzt mag er uns, glaube ich, etwas mehr. Schön. Das ist gut. Er ist aber schwer verletzt. Und wir haben einen Anstifter entdeckt. Ein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Meine Gemahlin Königin Betten schmiedet Pläne. Das Opfer ist mein Freund Garonas, also doch unsere Gattin. Was für ein scheußlicher Unhold. Wir verliehen 100 Meinung von Königin Betten. Nee, gar nicht. Garonas verliert so viel Meinung von ihr. Alle eng Verwandten sowie Ehepartner von Garonas Weg verlieren 20 Jahre lang 70 Meinung von unserer Gattin. Und ein Komplott, das Komplott von ihr wird beendet. Was machen wir jetzt mit ihr? Während wir von der Jagd zurückkehren, wahrscheinlich auf den letzten Metern, wurden wir darüber in Kenntnis gesetzt. Ja, trotz aller Schwierigkeiten lief die Jagd sehr gut und wir erhalten 150 Prestige. Die Jagd endet. Und im Grunde genommen, genau damit, mit dem Ende der Jagd, der Beginn unserer Plünderung, können wir jetzt eigentlich doch entscheiden, dass wir zur örtlichen Kultur konvertieren. Sehr schön. Wir nehmen die prußische Kultur an und gestehen ein, welches Erbe wir hier angetreten sind. Jetzt fehlt uns leider wieder das Prestige, um Champions einzuladen, aber das wird kommen, nachdem die Plünderung hier erfolgreich war. Wir könnten jetzt im Grunde genommen auch auf Pilgerreise gehen. Aber da wir dabei ja eher alleine unterwegs sind, aber wir gesellig sind, nehme ich davon erstmal Abstand. Da muss was passieren, damit wir uns zu einer Pilgerreise motiviert sehen. Und dann möchte ich diesen Moment nutzen, dass jetzt unser König Kaleb von Polen auch prußisch geworden ist, er seine erste Plünderung hier in Auftrag gegeben hat, die Truppen ausschwärmen, ja, um hauptsächlich Galizia Volhynia zu plündern. Ja, die Chance nutzen, um diese Folge und damit auch diese Staffel zu beenden. Ja, diesen Sonntag wird es jetzt keine Doppelfolge geben. Aber ich denke, dadurch, dass die ersten zwei Folgen ja etwas Überlänge hatten, ist das zu verkraften. Der Hauptgrund dafür ist aber, dass jetzt dieser Tage das DLC zu Imperium Greek Wars veröffentlicht wurde. Ein Gratis-DLC, das einen kurzen historischen Abriss zu der Schlacht um Troja liefern soll. Und das möchte ich mir jetzt gerne noch genauer angucken und dazu auch ein kurzes Let's Play-Projekt starten. Also, hier einmal eine Folge früher
die Staffel beendet, aber zugunsten eines anderen Projektes. Ich denke, das tut der Vielfalt dieses Kanals auch nur sehr gut, wenn ja ab und zu mal andere Kurzprojekte dazwischen gestreut werden. Soweit ich weiß, soll ein Durchlauf mit diesem Troja-DLC wenige Stunden dauern. Ich meine, ich habe was von 2 Stunden gelesen, bin mir da aber nicht ganz sicher. Also ein Kurzprojekt, das womöglich schon online ist, wenn diese Folge hier online gehen wird. Also schaut dann da auch gerne mal rein, wenn ihr jetzt gerade noch ein bisschen Bedarf an mehr Unterhaltungen habt. Dann hoffe ich, wir hören uns bei der Schlacht um Troja wieder. Ansonsten geht es sehr wahrscheinlich am Donnerstag in Zukunft weiter mit neuen Folgen. Da passe ich einfach meinen Aufnahmerhythmus, den besten Aufnahmemöglichkeiten hier an und die verschieben sich bei mir von Zeit zu Zeit. Und das führt jetzt aktuell dazu, dass ich Probleme habe, mittwochs schon hier die ersten Folgen zu veröffentlichen, da ich hier tendenziell Donnerstag eher erst zum Aufnehmen komme, aber ja, das werdet ihr dann mitbekommen. Aber es wird sehr, sehr wahrscheinlich so sein, wenn ihr jetzt tagesaktuell schaut, betrifft euch das ja auch nur, dass die kommenden Folgen dann ja Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag kommen. Vielleicht mache ich es auch ein Stück für mich gemütlicher, nehme Donnerstag dann die Folgen einmal komplett auf und veröffentliche sie dann über Freitag, Samstag, Sonntag. Das werdet ihr dann in der nächsten Woche mitbekommen. Und dann stelle ich euch da wieder vor, vollendete Tatsachen. Aber ich denke, die zweite Variante gefällt mir besser, dass die Folgen dann Freitag, Samstag, Sonntag hier für Crusader Kings 3 kommen. Also, da könnt ihr euch auf einen neuen Zeitplan einstellen, wenn ihr tagesaktuell schaut. Ansonsten kriegt ihr das hier sowieso weniger mit. Und jetzt genügend Nachrede zum Abschluss dieser Staffel. Ich bin gespannt, was die neue Staffel dann unter der Regentschaft von Caleb Wilks bringt. Die Ränkespiele, die er sich hier überlegt hat, sind ja nicht so erfolgreich gelaufen, obwohl er da eigentlich sehr fähig in der Theorie drin ist. Mal schauen, was die Zeit hier bringen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr bleibt auch gespannt dabei. Bis zur neuen Staffel. Alles Gute!